Guten Morgen, meine Hübschen. Ja, nächster Tag. Ich habe gestern nicht mehr gebloggt. Super peinlich. Aber mir ging es danach echt so schlecht. Das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen, mit Kopfschmerzen zum Sport gehen. Das war mir eine Lehre. Ich darf auch nicht meckern. Ich bin selber schuld. Ich hätte einfach zu Hause bleiben können. Aber ich wollte nicht, dass schon wieder was dazwischen kommt. Aber gut, ich habe es überlebt. Jetzt geht es mir wieder gut. Und der Carlos und ich sind gerade von der Spielgruppe gekommen. Wir gehen ja dienstags immer zur Spielgruppe. Und irgendwie juckt den Carlos was nicht so wirklich. Der spielt eigentlich mit gar keinen Kindern. Der hängt die ganze Zeit nur an mir und ist nur eigentlich mit seiner Butterbrotdose beschäftigt. Der isst die ganze Zeit nur und beobachtet die anderen Kinder. Aber so richtig mit dem Spielen tut er nicht. Ich muss auch dazu sagen, dass der Carlos da mit Abstand der Jüngste ist. Die sind alle 2 oder fast 3 schon. Und der Carlos ist halt wirklich der Kleinste. Ja, aber ich gehe trotzdem mit dem hin, dass er wenigstens, dass die beide einfach auch mal rauskommen und er andere Kinder sieht. Das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit ergeben, wenn wir halt öfters da sind. Jetzt werde ich mir Frühstück machen. Ich habe nämlich Hunger. Und dann muss ich ein paar Sachen planen. Dominik hat ja Geburtstag die Woche. Am Samstag wird gefeiert. Und die Joanna wollte mit mir auch noch später in die Stadt fahren. Die muss noch ein paar Besorgungen machen für den Dominik. Die wollte dem was, wollte ihm was schenken und wollte halt da, brauchte halt noch ein paar Materialien. Und das werden wir dann heute Nachmittag auch noch machen. Und ansonsten steht heute Abend wieder Sport an. Ich hoffe, dass nichts dazwischen kommt und ich absagen muss. Also, viel trinken, gut essen, damit ich heute Abend fit bin. Aber heute ist auch um 18 Uhr, das ist auch lieber meine Zeit, anstatt 19 oder 20, also 20 Uhr. Ich finde mich schon zu spät. Also, als Mutter von 3 Kindern bin ich, möchte ich gern 20 Uhr, dass alle Kinder nur noch im Bett sind und ich dann nicht mehr irgendwo hin muss und nur noch aufräumen und auf der Couch. Also das ist echt dann sehr selten, dass ich um 20 Uhr zu den Kursen gehe. 18 Uhr, 19 Uhr ist perfekt. Alles, was später ist, ist mir zu spät. Bis 21 Uhr bin ich zu Hause, wenn ich geduscht bin und so weiter und so fort. Haben wir 10 Uhr, da habe ich ja gar keine Zeit mehr hier abends für mich oder auch für den Dominik oder so. Deswegen, ja, heute ist um 18 Uhr, da freue ich mich drauf und jetzt wird erstmal gefrühstückt. Mein hübschen Essen kocht. Heute gibt es übrigens Kartoffeln mit Senfeier. Und Wäsche habe ich auch gemacht, habe alles weggeräumt in den Keller. Und ja, jetzt habe ich gerade ein paar Kommentare von euch durchgelesen. Und zwar habe ich ja letztens im Vlog gezeigt, dass die Joanna und ich zusammen Englisch gelernt haben. Und da haben ganz viele gefragt, wie Joannas Vokabeltest denn verlaufen ist. Also die Joanna ist in der neuen Schule richtig motiviert und hat bis jetzt alle, die schreiben also jede Woche einen Vokabeltest und hat bis jetzt alle Vokabeltests mit 1 abgeschnitten. Heute bekommt sie eine Mathearbeit und eine Deutscharbeit wieder. Mal gucken, wie das da wird. Und nochmal einen Vokabeltest. Genau, den Vokabeltest bekommt sie heute auch wieder. Aber die letzten Vokabeltests hat sie alle mit 1 geschafft. Also das Lernen hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Joanna möchte jetzt in den Ferien natürlich auch am Ball bleiben und weiter lernen. Und dafür hat sie jetzt 30 Tage Testphase bei Sofatutor. Da könnt ihr euch auch kostenlos anmelden, 30 Tage testen. Und ja, da können die Kinder einfach selbstständig alle möglichen Fächer halt erlernen, üben, Lernaufgaben machen. Weil Joanna ist jetzt ganz groß im Kurs halt Englisch, da macht sie sehr viel auch online und es macht ihr natürlich unheimlich viel Spaß noch, da sie das am Laptop machen kann. Da fühlt sie sich auch natürlich wieder wie eine Große, wenn sie in ihrem Büro sitzt und dann da für die Schule lernt. Dann kommt ihr das nicht sofort, wenn sie lernen für. Das finde ich immer ganz gut. Das Schöne ist auch, dass sie wirklich dann halt lernen kann, ohne mich, sich am Laptop hinsetzen kann und einfach selbstständig die Übungen machen kann, speziell dann auch für ihre Klasse und ihr Alter dann die Aufgaben halt sind. Ja, ihr seht also hier, wir haben hier Mathematik und dann von der 1. Klasse bis zur 13. Klasse Deutsch, Englisch, Biologie, Physik, Chemie, Französisch, Latein, Spanisch, Geschichte, Geografie, Sachunterricht, Musik und Lern- und Arbeitstechniken werden den Kindern dort auch noch gezeigt. Ist natürlich auch sehr schön für uns als Eltern, jetzt gerade mit 3 Kindern, wenn die anderen 2 uns brauchen und die Joanna halt alleine lernen möchte, dass wir ihr dann Zugang geben können, sich einloggen kann und dann selbstständig und alleine lernen kann und wir dadurch auch entlastet sind, auch bei Aufgaben, zum Beispiel, wo wir ihr jetzt überhaupt nicht weiterhelfen können, weil die Schule ist doch schon ein bisschen länger her bei uns und da wird ihr auf jeden Fall super gut weitergeholfen. Ja, dadurch, dass die Joanna wirklich im Moment richtig motiviert ist, was Lernen angeht, möchten wir sie natürlich auch ein bisschen dabei unterstützen. Und wie gesagt, mit dem Sofa-Tutor geht das super, weil
dieses am Laptop sitzen und da was machen und auch freiwillig was machen. Die Lernpakete sind meistens zwischen 3 und 5 Minuten. Die sind immer ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, das macht ihr Spaß und das finde ich super. Und sie kann auch was dabei lernen. Das ist natürlich super wichtig. Auch wenn sie mal in der Schule was nicht mitgekriegt hat oder so, kann sie dort dann nochmal gucken und nachlesen und die Aufgaben halt nochmal wiederholen. Und ja, ihr habt die Möglichkeit auch 30 Tage kostenlos Sofa-Tutor zu testen mit euren Kindern zusammen. Ich verlinke euch den unten, den Link zu der Seite. Und ihr bekommt natürlich auch einen richtig tollen Rabatt, falls ihr das dann weitermachen möchtet. Man hat übrigens auch die Wahl zwischen verschiedenen Laufzeiten, 6 Monate, 12 Monate und 24 Monate. Und auf diese Laufzeiten bekommt ihr dann halt 50% Rabatt. Verlinke ich euch unten in der Info. Essen ist fertig. Hier sind die Kartoffeln mit der Senfsoße. Hier sind die Eier. Und dann habe ich noch einen Salat gemacht. Und es gibt Neuigkeiten. Ja, Neuigkeiten. Erzähl du. Ich darf Eiweiß. Yay! Wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche diesen Vorfall mit der Lamia mit den Augen und ich erzählte, dass sie ins Krankenhaus musste. Und dann wurde nochmal. Ich darf Milch und Eiweiß! Juhu! Freut mich für dich, mein Schatz. Ja, und da kam halt, sie haben einen Bluttest gemacht und dann nochmal Allergietest. Quentin, darf ich hier dran? Und da kam halt raus, dass die Lamia Milch und Ei wieder essen darf. Wir sollen langsam anfangen, nicht volle Pulle, aber die Werte sind komplett auf Null. Nüsse ist sie allergisch, Hausstaub und Fisch ist auf 1. Also wir könnten da auch mal ein Fischstäbchen geben und da mal ausprobieren. Aber nicht alles auf einmal, langsam anfangen. Aber es ist das allererste Ei, was die Lamia isst jetzt hier. Lamias erstes Ei. Willst du mit Soße? Nimm ein bisschen Soße. Schmeckt besser. Mmh. Und wie schmeckt Ei so? Lecker. Aber das ist gar nicht unsere, ne? Nee. Jetzt, boah, hätten wir das erste Ei von uns noch gegessen. Ja. Aber so hat sie noch eine Steigerung irgendwann. Genau. Moment, Carlos. In dem Eiergeschmack. Ich habe Fieber. Papa? Ja? Die Eier sind auch wie Dosen. Wie Dosen? Ja. Muss auch Soße nehmen, ne? Mhm. Die schmecken nicht zu trocken, weil die hart sind. Und wie schmecken Eier? Hast du schon alle aufgegessen? Ich habe ein Ei. Noch mehr Ei? Sehr schön, freut mich für dich. Und rühren, John ist von der Schule wieder da. Wir waren gerade spazieren. Und hier geht irgendein Handy. Oh, dein Auto. Und ja, John ist wieder von der Schule da und hat eine 1-N. Mathe! Was ist denn? Mathe!
Ja, lernen lohnt sich. Die Joanna hat Tatsache eine 1 in Mathe geschrieben. Sehr, sehr schön. Sehr gut, nicht sehr schön sogar. Soll ich euch sehr sagen? Stolz. Ich habe in Englisch Vokabeltest habe ich 4 geschrieben. Ich habe einmal eine 1, 1, 1 und eine 1 minus. Heute haben wir eine Arbeit geschrieben in Englisch. Wir haben eine Deutscharbeit geschrieben, die bekommen wir auch noch zurück. Und diese Mathe. Schön. Und ich hoffe, ich habe noch in diesem Deutschtest eine 2 oder eine 1. Das wäre auch gut. Ja, sie hat mir ein Kompliment gegeben, ne? Ja. Einen schönen Briefumschlag. Mhm. Mit Geld drin? Nein. Sondern? Wir sollten einfach einen Brief schreiben, ja, und dann einen Brief-Dings hinmalen, mhm, und dann die Dingszeug dahin schreiben, Nachnamen, Vornamen und so. Okay. Ja, damit die weiß, wie, ob wir wissen, wie ein Brief so aussieht. Ach so, ja, okay. Aha, gut. Freut mich. Fast so groß wie ich bald. Ich drehe am Rad, ey. Hör mal auf damit zum Wachsen, ey. Alle Kinder, auch. Schon wieder am Futtern. Ich bin 1,48. Ja, ich bin 1,55. Dauert also nicht mehr lange. Mhm. Ja. So, mein Hübschen, ich komme gerade aus der Dusche, habe schon einen Schlafanzug an. Das war nämlich beim Sport. Oh mein Gott, das war echt so anstrengend. Ich habe wieder keine der Übungen richtig durchziehen können. Ich habe alles an Ausdauer und Kraft verloren. Also ich muss jetzt wieder regelmäßig gehen, damit ich das wieder aufbauen kann. Das war echt richtig übel, als wenn ich noch nie beim Sport gewesen wäre. Und jetzt mache ich mir halt Abendessen. Die zwei Kleinen sind schon im Bett. Dominik und Joanna haben auch schon gegessen. Beziehungsweise Dominik isst da gerade noch. Und ich mache mir gebackenen Feta-Käse. Und der ist mir leider von einer Seite ein bisschen angebrannt. Das war aber jetzt nicht so tragisch. Ist jetzt nicht so schön wie beim Griechen. Sieht nicht so nice aus, aber schmeckt bestimmt super lecker. Da habe ich noch Gurkensalat von heute Mittag mit Tomate und Lauchzwiebeln. Und Feta habe ich einfach in so ein verkühlten Ei gewendet, in Paniermehl und dann kurz gebacken. Das hätte vielleicht noch ein bisschen kürzer sein können. Aber ist egal, riecht auf jeden Fall lecker. Das wird jetzt verzehrt. Und dann denke ich mal, werden wir, ja, weiß nicht, ob wir was gucken oder noch ein bisschen arbeiten. Ich muss noch ein Video schneiden. Dominik wollte, glaube ich, auch noch Video schneiden. Mal schauen, ob wir das jetzt heute machen oder morgen früh. Mal gucken, wie wir uns das einteilen. Und benutzt habe ich übrigens den Patros Feta Käse hier.